Gut, dann komme ich jetzt also zum nächsten Referat. Die Themenstellung lautet Ideologiebildung und Ideologiekritik im wahren produzierenden Patriarchat. Ganz grundsätzlich geht es also, sagen wir, der abstrakten Ebene formuliert, und wenn man sagen, um die erkenntnistheoretischen oder beziehungsweise erkenntniskritischen Dimensionen halt des Wertabspaltungstheorems. Und ich möchte die Entwicklungen, also die Ideologiebildungsprozesse in der modernen, warenproduzierenden und patriarchalen Gesellschaft beleuchten. Und ich setze mich dazu mit dem klassischen marxischen Begriff von Ideologie auseinander und versuche, den sozusagen wertabspaltungskritisch zu modifizieren. Das ist etwas anderes als generell. Ist es bei dem Thema entscheidend, das ist mein Ausgangspunkt, dass es in der heutigen aktuellen Phase des Zusammenbruchs des warenproduzierenden Systems zu keinem Rückgang der Ideologien kommt. Was früher mal, also vor allem im Kontext so traditioneller Wertkritik mal erwartet worden war. Also stattdessen gerade neben Antisemitismus, Sexismus, Rassismus oder einfach der Glaube an die Ewigkeit der Verwertung, an die Ewigkeit der Arbeit, an die Ewigkeit der patriarchalen Geschlechterordnung. Die nehmen also im Zuge dieses Zusammenbruchsprozesses, nehmen die gerade zu. Diese ideologische Orientierung verschärft sich. Also ich verweise auf eine jüngste Studie vom Interdisziplinären Institut für Gewalt- und Konfliktforschung in Bielefeld, die also heftig ansteigende Zahlen, also gerade für Sexismus, Rassismus und Antisemitismus zu vermelden haben. Also kein Rückgang, sondern zunehmend im Zuge dieses fortschreitenden Krisenprozesses. Und vorab gesagt, das ist kein zufälliges Moment, sondern muss aus dem Verhältnis der Gesellschaft und der Ideologien halt selbst heraus erklärt werden. Und um das zu bewerkstelligen, ist es meines Erachtens dringend notwendig, sich den Ideologiebegriff selbst anzugucken, was halt in dem Vortrag geschehen soll. So, Ideologie. Ich möchte zunächst skizzieren, die Eigenständigkeit von Ideologie skizzieren, als ein autonomes Phänomen innerhalb der Gesellschaft, das sich nicht reduzieren lässt, es nicht aufgeht in der gesellschaftlichen Bewegung, aber was trotzdem mit Wert und Abspaltung so auf einer abstrakten Ebene zu umschreibenden Gesellschaft in enger Verbindung steht, aber auch nicht eins zu eins aufgeht. Das ist der erste Punkt, den ich behandeln möchte, Ideologie als eigene Ebene. Ich möchte dann in einem weiteren Schritt tiefer eindringen in dieses Verhältnis von Ideologie und Gesellschaft, indem ich mich dem Adorno'schen Begriff der Identität und Ideologie zuwende. Und dann drittens, das ist dann sozusagen der Hauptteil, versuchen thesenartig in Abgrenzung von einem klassisch-marxischen Ideologiebegriff einen wertabspaltungskritischen zu entfalten. Und dann viertens abschließend nochmal auf die Frage einzugehen, also warum kein Rückgang der Ideologien. Herkömmlich versteht man unter Ideologien, also sozusagen nicht gesellschaftskritisch verstanden, sondern allgemein quasi ideologietheoretisch könnte man sagen, so wenn bestimmte gesellschaftliche Gruppen bestimmte Interessen vertreten und dies mit bestimmten Denkformen legitimieren. Das ist so das herrschende, gemeinübliche, unkritische Verständnis von Ideologie, was häufig auftaucht. Das sage ich nur, um deutlich zu machen, das, was kommt und auch das, wovon ich mich abgrenze, damit überhaupt nichts zu tun hat. Also es wäre eher so ein ideologietheoretisches Verständnis, kein ideologiekritisches, also ein, was halt so Denkweisen soziologisch beschreibt, also wie es beispielsweise die Wissenssoziologie tut oder wie also in der historischen Entwicklung Ideologienlehre beispielsweise im 18. Jahrhundert getan haben. Das ist also nicht die Vorgehensweise, in der jetzt dieser Vortrag steht. Was auch oft üblich ist, Ideologien generell jegliche Art von menschlichem Denken als Ideologien zu bezeichnen. Also in einer klassisch-marxistischen Denkrichtung geht das auf Lenin zurück. Der hat halt gesagt, jegliches Denken ist ideologisch. Also gibt es ja die marxistische Ideologie und die liberale Ideologie oder so, und die kämpfen halt miteinander und entscheiden, dass wer irgendwie dann stärker ist dabei.
also lapidar formuliert. Das ist ebenfalls kein ideologiekritisches, sondern ebenfalls ein ideologietheoretisches Vorgehen. Also ein Vorgehen, was nicht den Zusammenhang der Denkweisen mit der Gesellschaft beschreibt. In eine ähnliche Richtung, wenn auch anders tendiert, auch die Vorgehensweise in einem ideologischen Denken quasi ein wissenschaftliches Denken entgegenzuhalten, also sozusagen eine objektive Wahrheit einem ideologischen Bewusstsein entgegenzustellen. Das passiert in etwa so bei Louis Althusser, also in der marxistischen Theoriebildung. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie ich an Ideologie herantrete. Stattdessen gehe ich davon aus, und zwar ganz zentral dann mit Adorno, dass jegliches modernes Denken einerseits tief ideologisch verstrickt ist, also notwendig falsches und verkehrtes Bewusstsein darstellt, aber sich aus dieser ideologischen Verstrickung herausfitzen muss, wenn man halt zu einer gesellschaftskritischen Position kommen muss und kommen will. Diesem gesellschaftskritischen Ansatz ist sozusagen sowohl der, sagen wir mal, der klassische Ideologiebegriff verpflichtet, den ich sozusagen jetzt nachher in dem Referat jetzt weiterentwickeln möchte. Also in diesem Kontext ist halt die Ideologie als was Eigenständiges zu betrachten, die aus der bestehenden Gesellschaft herauswickelt und gleichzeitig nicht eins zu eins in ihr aufgeht. Ja, also das ist jetzt gerade bei erstens Ideologie als eigene Ebene. Und dann zweitens zum Punkt Identität und Ideologie. Also ich bin der Auffassung, dass das Ideologieverständnis grundsätzlich angegangen werden muss. Also vor allem muss der Verstrickung nachgespürt werden in die gesellschaftliche Praxis. Wobei Praxis ja also im marxischen Verständnis, also nicht irgendwie praktisch mal was tun, sondern der gesamte gesellschaftliche Prozess des Handelns und Denkens, der durch Wert und Abspaltung strukturiert ist. Und diese Verquickung möchte ich halt anhand dieser adornoischen Formulierung diskutieren, also das identitätslogische Denken die Urform der Ideologie ist, wobei unter Identitätslogik ein Denken verstanden wird, welches ganz grundlegend die moderne und bürgerliche Gesellschaft charakterisiert und strukturiert, das ganz zentral darin besteht, dass sowohl im praktischen Handeln der Menschen als Realabstraktion, als auch in den Denkformen das Reflektieren eben diese Identitätslogik am Werk ist, die dazu führt, dass also das von der konkreten Sinnlichkeit des Gegenstandes abgesehen wird und das einer abstrakten Allgemeinheit unterworfen wird und quasi, also wie Adorno das formuliert, von der eigenen Qualität dieses Gegenstands dann abgesehen wird und dass das ein besonderer Kontingente quasi da hinwegrutscht zugunsten eines einer sich verselbstständigenden abstrakten Allgemeinheit. Also die Gegenstände werden identisch gemacht und in diesem Kontext ist es auch, müssen sich auch die Menschen, die das vollziehen, ebenfalls dieser Identitätslogik unterwerfen. Also es gibt ja eine der bekanntesten Stellen, das ist jetzt Dialektik der Aufklärung, dieses Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bevor das männliche identische Selbst entstand. Also einerseits, die Menschen müssen sich zu Selbsten oder quasi zu Subjekten oder männlich-westlich-weißen Subjekten, könnte man auch formulieren, als müssen sich formieren. Und in diesem Kontext konstituiert sich in der Entstehung dieser Gesellschaft dieses klassische, moderne Subjekt-Objekt-Verhältnis. Also dass eben auch die Gegenstände identisch zu Objekten gemacht werden, wobei wieder also diese Grenze quasi zwischen Subjekt und Objekt durch die beiden jeweils hindurchläuft, also weil eben das Subjekt sich eben auch selbst zum Objekt machen muss, also sich selbst unterwerfen muss, um halt Subjekt sein zu können, also um diesen aktiven handelnden Part abgeben zu können. Und andererseits das Objekt, die Gesellschaft quasi sich gegenüber diesem Subjekt quasi verselbstständigt und eine Eigenqualität annimmt, also subjekthaften Charakter dann auch erhält. Das ist also so dieses identitätslogische Prinzip der modernen Gesellschaft. Und da ist halt ganz zentral der Ideologie angesiedelt. Also die ideologischen Denkweisen, die reflektieren quasi auf diese identitätslogische Grundlegung der menschlichen Praxis und halt in verschiedenster Form, also verschleiernd, scheinversöhnend, legitimierend. Also so ist dann von Marx dann auch quasi auch schon das ganze Kapital ist ja im Prinzip teilweise eben auch schon eine Ideologiekritik. Also dass da die Denkweisen der klassischen bürgerlichen Ökonomie
also wenn ich jetzt auf Adam Smith und David Ricardo halt vor allem verweise, dass da quasi eine Scheinversöhnung bestehender Verhältnisse halt formuliert wird. Also bei Smith ist das eher so ein Kreislauf, wie er die gesamte Ökonomie denkt. Also es gibt letztendlich keine darüber hinausweisenden Sachen darin oder eine Zusammenbruchstendenz gar. Also sondern letztendlich geht da quasi alles auf, er knüpft ja auch die moderne Volkswirtschaftslehre dann an. Ricardo macht das anders, der legitimiert dann eher die Unterschiede und da, die sich ja durch die Verteilung eben dann ergeben, dass die halt dann, das muss da halt so sein, also so, dass es halt eine Ungleichheit gibt. Wobei stand oft sehr konträr, aber eben gemeinsam ist denen halt diese verschleiernde und scheinversöhnende Vorgehensweise. Ja, in anderer Weise macht es dann auch die liberale Ideologie, die ja eng damit verquickt ist, also wenn da so eine quasi Harmonie der bestehenden Gesellschaft beschrieben wird und formuliert wird. Also letztendlich alle Ideologien der bestehenden Gesellschaft wurzeln also auf einer grundsätzlichen Ebene in dieser Identitätslogik, aber eben in unterschiedlicher Form. Das kann man eben auch von den heute zentralen Ideologien beispielsweise ausdrücken. Also in der nächsten Exit versuche ich das halt am Beispiel des Antisemitismus, dass dort eine ganz spezifische Umgehensweise mit dieser identitätslogischen Grundlegung der modernen Gesellschaft erfolgt. Den Grund der Identitätslogik, den verortet Adorno, und in dem Punkt setze ich mich von ihm ab, im Tausch, ne? Also im Austausch von Waren, wobei da eben die Überlegung so ist, dass diese Waren eben im Tausch gleichgesetzt werden, dabei von ihrer jeweiligen Qualität abgesehen wird und sie diesem Allgemeinen der in ihnen vergegenständlichten notwendigen Arbeitszeit, sie eben auf diese abstrakte allgemeine Qualität reduziert werden, die letztendlich eine Quantität plus ist und dabei eben von ihrer Qualität zwangsläufig abgesehen wird. Darauf beschränkt sich das dann beim Adorno. Und dieses Prinzip überträgt sich dann bei ihm auf die gesamte Gesellschaft. Und das greift halt meines Erachtens zu kurz. Also was noch gut daran ist, ist, er ist eben nicht unmittelbar nur auf, damit nicht nur unmittelbar auf die Ökonomie beschränkt, sondern eben gesamtgesellschaftlich ausweitet. Aber es greift eben dahingehend zu kurz, dass einerseits nur im Tausch passiert, womit die Arbeit freigesprochen wird. Und in der Produktion gibt es dieses Prinzip dann so nicht, sondern es passiert dann erst nachträglich im Tausch. Also womit letztendlich die Produktion, die Arbeit bei ihm dann heilig gesprochen wird. Hat es dann schon immer gegeben, die Menschheit hat schon immer gearbeitet quasi. Also die Produktion selbst wird dann nicht ins Visier der Kritik gestellt. Und damit geht dann natürlich auch, also nicht natürlich, aber es ist so, die gesamte Abspaltungsdimension, die bricht dann weg und die ist dann überhaupt nicht da, die taucht dann überhaupt nicht auf, weil das Ganze halt, also Gesellschaft sich dann sowieso erst im Tausch halt konstituiert. Also auf so einer Ebene ist damit gar keine Thematisierung möglich, also das ist sowohl des Wert- als auch Abspaltungsverhältnisses. Und damit, an dem Punkt breche ich eben mit dem Adorno, wobei das andere eben meines Erachtens ganz gut ist. Also diese Unterwerfung und das identitätslogische Prinzip. Und darauf war ich jetzt noch nicht eingegangen, die Konstitution von Gesellschaft, dass sie einerseits hinter den Rücken der Akteure halt passiert, sich vollzieht und gleichzeitig durch ihre Köpfe hindurch. Also es wird gedacht, muss gedacht werden und verselbstständigt sich aber gleichzeitig von ihnen. Ja, und diese beiden Sachen sind Prinzipien, könnte man es formulieren, sind halt so grundsätzlich zu diskutieren vor diesem abstrakteren Ebene von Wert und Abspaltung. Und zweitens war das Identität und Ideologie. Kommen wir jetzt zum dritten umfangreichsten Punkt. Also ich möchte den klassischen marxischen Ideologiebegriff, also wenn ich Marx sage, dann meine ich nicht marxistisch, sondern Marx in einer gesellschaftskritischen Tradition, wie Marx halt weiterentwickelt wurde, jetzt nicht von Parteimarxisten. Karl Korsch spielt eine wichtige Rolle, Lukács spielt eine wichtige Rolle und dann eben die kritische Theorie Horkheimers und Adornos. Ganz zentral, also in den 60er Jahren ist es, glaube ich, erschienen, der Kurt Lenk, der versucht in einem Buch Marx und die Wissenssoziologie den Ideologiebegriff thesenartig quasi in einem extra Kapitel da drin halt so zu formulieren und diese ganze Diskussion des kritischen marxischen Ideologiebegriffs da quasi zu bündeln, halt das sozusagen für eine recht reflektierte Form eines marxischen Ideologiebegriffs und von dem möchte ich mich dann eben auch abstoßen, um zu was anderem zu kommen. Ideologie ist zu begreifen als eine eigenständige Reflexionsleistung des Subjektes, des männlichen identischen Selbstes. Also es ist etwas, was bewusst gedacht wird.
eine Ideologie. Also wenn Leute rassistisch oder antisemitisch oder sexistisch sind, dann ist es eine bewusst gedachte Angelegenheit. Also nicht eins zu eins irgendwie aus der Gesellschaft ableitbar oder so, sondern es muss eigenständig eben gedacht werden. Es hat eine Eigenqualität. Es ist nicht eins zu eins aus der Gesellschaft ableitbar, aber hat natürlich immer zentral auch was mit ihr zu tun. Es ist kein Lug und Trug, so eine Ideologie. Also klassisch mal eine Aufklärungsphilosophie, ist mal als Priesterbetrugsthese formuliert worden bei Holbach. Also das nicht, ne? Also es nicht, gibt nicht irgendwelche Ideologen, die dann jetzt den Leuten was erzählen, damit irgendwie irgendwer oder irgendjemand oder irgendwas besser herrschen kann. Ne? Also sondern es resultiert verquickt aus der Gesellschaft heraus. Also in dem Sinne ein notwendig und falsches Bewusstsein, was ja auch die klassische kritische Bestimmung ist. In diesem Kontext ist es wichtig und notwendig zu formulieren, also Ideologien halt dürfen halt nicht wegreduziert werden auf irgendwie eins zu eins auf Gesellschaft. Und es darf aber auch kein Ideologie, ich nenne es jetzt mal ideologiekritischer Reduktionismus betrieben werden, sowas gibt es ja auch. Ne? Also dass quasi der Zusammenhang der Denkweisen mit den Ideologien überhaupt nicht mehr gesehen wird. Also wo dann Ideologie alles ist, also dass diese beiden Bereiche sind also grundsätzlich zu vermeiden. Also zugunsten eben eines Verständnisses, welches Ideologie in seiner eigenständigen Qualität in Vermittlung mit der Gesellschaft sieht. Das war jetzt die klassische Vorstellung, und weiterzutreiben ist es in die Richtung meines Erachtens, dass dieses Subjekt seinerseits erst eins in der modernen Gesellschaft Konstituiertes ist, was bei Adorno so nicht kommt. Also der ist zwar auch was Entstandenes, aber der verortet das eben weit in der grauen Vorzeit, gar nicht angebbar so richtig wie es auch bei Freud beispielsweise geschieht. Da gibt es dann auch so einen Mythos von vom Vatermord der Bruderhorde. Ne? Also das ist dann quasi gar nicht mehr fassbar. Und demgegenüber ist in einer wertabspaltungskritisch modifizierten Ideologiebegriff darauf zu beharren, dass dieses moderne Individuum ein Produkt der Moderne ist, ne? Also der Wert- und Abspaltungsgesellschaft. Und dass die Polaritäten, die es ganz zentral ausmachen, also diese Subjektivität und Objektivität als ganz zentrale, die es also ganz wesentlich konstituieren und eben auch zu dem erst machen, also auch zu einem ideologisch denkenden Wesen machen, dass die halt auch ganz zentral im modernen Geschlechterverhältnis eben wurzeln. Dass das klassische Zuweisungen der symbolischen Ordnung des Patriarchats sind, diese Kategorien, diese Dichotomien von Subjektivität und Objektivität oder Männlichkeit und Weiblichkeit, und dass das zentral die symbolische Ordnung der patriarchalen Gesellschaft charakterisiert und durchzieht, und dass dieses Subjekt nur innerhalb und durch diese symbolische Ordnung, die selbst seinerseits selbstverständlich auch wieder hervorbringt, bedingt ist. So, und vor diesem Hintergrund muss auch noch betont werden, dass der Ideologiebegriff auch wieder von Marx diskutiert wird, schon in so einer aufklärerischen Tradition halt zu verorten ist. Da ging es halt immer ganz zentral darum, quasi sich vom finsteren Mittelalter zu emanzipieren. Also ich sage das in Anführungszeichen. Und mit so einem Verständnis muss halt meines Erachtens eine wertabspaltungskritisch reflektierte Ideologiekritik selbstverständlich grundlegend brechen. Also es geht nicht darum, irgendwie die Moderne irgendwie weiter zu Wege zu bringen, eben wirklich um den kategorialen Bruch, also das genau das Gegenteil. Und da muss eben auch deutlich gemacht werden, wenn man diesen Begriff benutzt, dass der in dieser Tradition eben auch steht. Also das nochmal zusammenfassend, Ideologien sind eine Eigenleistung des in der männlichen patriarchalen Gesellschaft konstituierten Subjekts. Zweitens jetzt quasi Ideologien als ein verdingliches Bewusstsein. Da knüpfe ich jetzt nochmal an die klärerische Tradition an, in der ja auch der Begriff der Ideologie steht. Gerade auch in diesem klassisch-kritisch-marxistischen oder marxischen Verständnis, wie es auch in der kritischen Theorie formuliert ist, war ja immer, ist ja diese Aufklärungstradition immer ganz stark, diese Verbindung, die von Marx zur Aufklärung immer ganz stark gemacht worden, eben auch zu Hegel. Also Lukács beispielsweise, der hat es ja direkt als Hegel-Marxist begriffen. Ja. Also, wobei das bei Hegel so ist, dass die Menschen sich generell bei jedweder Tätigkeit sich quasi vergegenständlichen, was dann zum Zerfall der bürgerlichen Welt wie in zwei Reiche dann sich weiterentwickelt, wobei die sich gegeneinander verselbstständigen. Und das ist ein grundlegender Charakter laut Hegel jeglicher menschlicher Tätigkeit. Und das Ziel ist dann,
begrifflich die Totalität wiederherzustellen. Also das ist der Ansatzpunkt. Also man irgendwann mal sich immer weiter entwickelt und am Ende sich dann die Gesellschaft und die darin lebenden Menschen dann halt rund sind. Davon setzt sich so ein Marx'scher Begriff dann ab. Dahingehend aber, dass gesagt wurde, nicht jegliche Gesellschaft vergegenständlicht sich, sondern nur bestimmte spezifische Tätigkeiten, nämlich die in der modernen kapitalistischen Gesellschaft. Und in dem Kontext ist dann dieser Verdinglichungsbegriff formuliert von Marx, wobei in dieser klassischen ideologiekritischen Tradition es dann so aussah, dass dann zwar gesehen wurde, dass nicht jegliche Tätigkeit verdinglichend ist, sondern dass es halt die sich von den Menschen verselbstständigende Warenbewegung ist, die das zuwege bringt. Aber letztendlich wurde mit dieser aufklärungstheoretischen Tradition halt nicht gebrochen. Es ging halt nach wie vor quasi in der Überwindung, Emanzipation wurde dann gedacht als eine Wiederherstellung dieser Totalität. Dass man quasi die Produktion kontrolliert oder mit Bezug auf Freud dann sehr häufig auch, wo es war, soll ich werden. Ne? Also die völlige Bewusstheit über sich selbst und über die Gesellschaft quasi zu erreichen. Also absolut die Totalität überhaupt erst verwirklichen und konstituieren. Und das ist dann so dieser quasi so ein materialistisch geerdeter Hegel, ne? Also dass eben überhaupt erst diese Totalität quasi als Herstellung der Totalität als Emanzipation begreift. So, und da bin ich dann an dem Punkt, wo sich dann wertabspaltungskritisch meines Erachtens wieder grundlegend abzusetzen ist von dem klassischen Begriff der Ideologie. Also diese Vorstellung, würde ich sagen, ist dann selbst ideologisch, ne? Diese Herstellung, dieser Begriff von überhaupt erst einer Herstellung einer Totalität in Überwindung der Ideologien ist selbst so eine wahnhafte Fantasie des omnipotenten Mannes, formuliere ich es mal, der letztendlich nicht mal mehr die Abspaltung nötig haben will, oder die sozusagen nochmal in sich hineinzieht, dass es wirklich das ganze Individuum sein will. Ne? Und dagegen abgrenzend, es geht eben nicht um die Verwirklichung der Totalität, sondern gerade eben um Bruch mit der Totalität. Also in so einem Kontext muss dann dieser neuer, kritisch reflektierter Ideologiebegriff dann eben auch argumentieren. Das war das jetzt zum Zweiten, zum verdinglichten Bewusstsein. Es ist wichtig, zunächst einmal deutlich zu machen, dass der klassische Begriff von Ideologie, da wurde häufig argumentiert, der Kurt Lenk macht das ganz zentral, den hatte ich ja schon genannt in dem Buch Marx und der Wissenssoziologie, hat auch ein eigenes, sag mal, ein Buch über Ideologie dann auch nochmal geschrieben. Es ist so, quasi so zwei Ebenen des Ideologiebegriffs gibt bei Marx jetzt. Und zwar einerseits, da es eher so in den früheren Schriften da angesiedelt ist, bis zur deutschen Ideologie hin, könnte man sagen, also wo Ideologie eine Art des Denkens charakterisiert, die von der gesellschaftlichen Praxis sich gelöst wähnt. Also quasi modernes religiöses Denken oder die idealistische Metaphysik könnte man da als Beispiel anführen, so wie das mit dem klassischen Begriff dann als Ideologie denunziert wird, dass dann gesagt wird, das ist ein Denken, was nicht mehr darauf reflektiert, dass es selber ein Moment gesellschaftlicher Praxis ist. Und andererseits, das ist dann die eine Ebene, und die andere Ebene wäre dann die der marxischen Ökonomiekritik, dass also gesagt wird, dass die Waren verselbstständigen sich, die Warenbewegung verselbstständigt sich von den Individuen, die sie selbst vollzieht, tritt ihnen als eine unbeherrschte Macht gegenüber und erscheint dann quasi naturgesetzlich, eigengesetzlich und wird sagen ideologisch als eigengesetzlich quasi umschrieben, dann als ewig und unwandelbar gehalten. Und diese beiden Ebenen, die müsse man, obwohl sie quasi in der Realität dann quasi oft ineinander verschwimmen und gemeinsam auftreten, müsse man trotzdem differenzieren und vor allem, so wird gedacht, sei die eine eben auch vormodern. Ne? Also quasi, es gab schon immer eine Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, was die Tendenz hätte, dass sich die Geistige aufgrund dieser Trennung sich einbilden kann, was Eigenständiges zu sein. Und daran ist wiederum dann das weitertreibend, kritisch modifiziert anzuknüpfen. Also diese Aufteilung in geistige und körperliche Arbeit ist selbstverständlich überhaupt erstmal ein Produkt der Modernen und überhaupt nichts Vormodernes, wie die Arbeit an sich auch überhaupt nichts Vormodernes ist. Und damit gibt es auch ein Denken, was sich von der Praxis löst, dass erst überhaupt diese gesellschaftliche Praxis und überhaupt erst Gesellschaft sich eben überhaupt erst in der Moderne konstituiert, kann es diese Ebene, also auch schon diese erste Ebene nur in der modernen Gesellschaft, nur unter den Bedingungen von Wert und Abspaltung geben und nirgendwo sonst.
dieser Verselbstständigung oder die Möglichkeit der Verselbstständigung des Denkens ist dann eben ganz zentral zu fassen, eben als Ausdruck des sich als völlig getrennt von seiner Umwelt und von der Gesellschaft wähnenden männlichen identischen Subjekts eben überhaupt erstmal zu sehen. Und das ist sozusagen also eine ganz zentrale Grundlage, eine notwendige Grundlage eines kritisch reflektierten neuen Ideologiebegriffs. Also dass überhaupt die Ideologiebildung halt ganz wesentlich auch begründet ist in der Wahn des Christina von Braun, das große Ich, also völlig abgedichtete Monadenwesen, das sich halluzinieren kann, autonom zu sein und völlig selbstständig quasi zu agieren. Also im klassischen auf Marx zurückgehenden Verständnis von Ideologie wird den Ideologien häufig eine Wahrheit zugesprochen. Und das ist so per se erstmal auch noch nicht falsch, aber es muss halt ganz anders formuliert werden, meines Erachtens. Weil rückgreifend auf das, was ich vorhin gesagt habe mit der Totalität, ne, das ist so einer klassischen, kritisch-theoretischen Ideologiekritik ja immer darum ging, die Totalität zu verwirklichen überhaupt. Erst so ist es jetzt eben auch mit diesen Wahrheiten in der Ideologie. Also da sei es zum Beispiel, Adorno schreibt es so, also in einer Vorlesung sagt er das, Vorlesung zur Geschichte und der Freiheit oder so ähnlich, habe ich den genauen Titel nicht im Kopf, aber es durchzieht das Werk, also kann man überall finden, auch bei Marx kann man es überall finden, dass die Freiheit quasi eine Ideologie sei, eine bürgerliche, eine liberale Ideologie und an sich sagt er nicht, aber Freiheit, es geht darum, Freiheit überhaupt erst zu verwirklichen, also in einer emanzipatorischen Perspektive behauptet er. Und ideologisch sei sie in der liberalen, unter liberalen Verhältnissen deshalb, weil sie nicht mit der Realität übereinstimmt. Also man behauptet Freiheit und man behauptet Individualität und man behauptet Fortschritt, aber real ist es halt eine ideologische Verschleierung. Gibt es das gar nicht? Und es wäre überhaupt erst das Ziel einer Ideologiekritik, das überhaupt erstmal zu verwirklichen. Und das sei der Wahrheitsgehalt der Ideologien. Und also da gilt es wirklich, einen ganz entscheidenden Bruch dann eben auch zu vollziehen. Also es eben vor dem Hintergrund dessen, was ich formuliert habe, geht es eben gerade nicht in irgendeiner Weise um die Verwirklichung dessen, was in den Ideologien angelegt ist, sondern eben gerade um den Bruch mit dem. Also deswegen ist es nicht falsch zu sagen, die haben eine Wahrheit, aber die haben eben eine negative Wahrheit. Also das Verständnis, das liberale Verständnis, also was Freiheit dann eben konkret ist, ist eben die völlige Abtrennung und Loslösung des Einzelnen von den es umgebenden Verhältnissen. Das ist nichts, wo man positiv dran anknüpft und das dann irgendwie mal verwirklicht oder so. Also ganz grundsätzlich, Ideologiekritik zielt nicht auf die Verwirklichung dessen, was in den Ideologien da formuliert wird. Quasi, dass da Wahrheiten drin stecken, die aufgehoben, irgendwie auf eine höhere Stufe gebracht werden müssten, sondern darauf, dass die Wahrheit, die in ihnen ausgedrückt ist, eben eine negative ist und eben auch zerstörerische und potenziell eben auch vernichtende. Also das ist jetzt ein Zusammenhang, den ich jetzt in dem nächsten Text versuche deutlich zu machen, in der Exe 3, der Titel ist ja von der Harmoniesucht zum Vernichtungswahn, also wo ich den Antisemitismus thematisiere. Also es wäre natürlich unglaublich wahnsinnig zu glauben, da liegt irgendeine Wahrheit drin, die verwirklicht werden muss im Antisemitismus. Die Wahrheit, die dort drin angelegt ist, ist eben gerade als eine destruktive und also vernichtende potenziell. Dies kann sich natürlich tatsächlich auch verwirklichen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sich diese Wahrheit, dass sich das nicht verwirklicht. Aber überhaupt an diesem heftigen Beispiel wird es deutlich, dass eben auch zu brechen ist in diesem emphatischen Begriff von einer Wahrheit, die sich irgendwie verwirklichen soll. Also damit ist im Hintergrund eines wertabspaltungskritischen Ideologiebegriffs ganz grundsätzlich zu brechen. Also eine negative Wahrheit, aber nichts, was sich irgendwie da entfaltet und was es da als Keimform eventuell im Bestehenden vorhanden sein könnte, was es irgendwie zu entwickeln gelte. Also da also wirklich einen kategorialen Bruch ist da notwendig zu vollziehen. Das jetzt zu den Momenten der Wahrheit in der Ideologie. Jetzt fünftens, ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend, ich stelle quasi immer den klassischen Ideologiebegriff, also den klassisch-marx-kritisch-theoretischen vor und versuche das dann weiterzuentwickeln oder teilweise eben auch zu brechen ganz klar damit, wo es halt notwendig ist. Beziehe ich mich jetzt wieder auf den Kurt Lenk, der sagt halt, einerseits gäbe es Ideologiekritik, was die soll und will, näher zu beschreiben, formuliert er, dass es einerseits halt eine Kritik des Wesens gäbe, die auf die Kritik der Ökonomie zielt. Und andererseits eben bringt diese aus sich heraus
einen notwendigen Schein hervor. Und dieser Schein, der muss dann eben von der Ideologiekritik getroffen werden. Und wobei die insofern miteinander zusammenhängen, dass die Zerschlagung des Schleiers oder die Lüftung des Schleiers notwendig ist, um überhaupt erst sozusagen zum Wesen, also zur dann wirklichen zur Ökonomiekritik, zum wirklich Wichtigen dann sozusagen vorzudringen. Und in diesem Kontext, also versucht der Lenk dann diesen Zusammenhang aufzumachen. Das nennt er Springpunkt der marxischen Ideologiekritik, nämlich der Zusammenhang von Fetischökonomie auf der einen Seite und verkehrtem Bewusstsein auf der anderen Seite, also eine naturwüchsige gesellschaftliche Praxis, die dem Handeln der Menschen nicht mehr unterliegt, sondern sich verselbstständigt, die bringt dann eben auch ein verkehrtes ideologisches Bewusstsein hervor. Und dabei fungiere, so formuliert er, der Wert als Klammer zwischen Fetisch und Ideologie. Also die Warenbewegung verselbstständigt sich von den Akteuren, Fetischismus, nimmt eine Eigenqualität an, dann wird ihnen quasi aufgrund dessen, dass sie sich verselbstständigen, wird ihnen dann ein Wert zugeschrieben, ein quasi natürlicher Wert, weil sie ja selbstständig sind, kann man sie dann quasi für etwas Objektives halten und das wird dann ideologisch verschleiert, indem dann gesagt wird, naja, das ist was Objektives, was Verselbstständigtes und das ist dann eben dann letztendlich auch ewig und dem menschlichen Handeln tatsächlich nicht unterworfen, sondern ist halt ewig und muss sich halt den Naturgesetzen der Ökonomie unterwerfen. Also ungefähr hat es letztens auch der Westerwelle direkt, also hat es wirklich ungefähr so gesagt. So wird diese Verbindung dann aufgemacht von dem Lenk. Da bin ich jetzt auch nicht ganz eins damit. Zunächst muss deutlich gemacht werden, dass dieses gesellschaftliche Wesen selbst, also dieser harte Kern sozusagen, das wird auch immer wieder auch relativiert, aber letztendlich kommt es dann doch immer wieder durch, dass es so ein wirkliches, eigentliches Wesen gibt, wo unserem Hintergrund her als ein Zusammenhang von Wert und Abspaltung gefasst werden muss. Es ist eben auch etwas Gedachtes, wenn man es als Realabstraktion beschreibt, also etwas objektiv oder objektiviert vorausgesetztes Denken, was durch die gesellschaftliche Praxis erzeugt wird und aber gleichzeitig diese eigene Qualität hat und dem Denken vorausgesetzt ist. Und die Ideologiekritik hat es dann eben mit eigenständigen Denkleistungen zu tun, davon abgesetzt. Also jetzt nicht mit dem unbewusst vorausgesetzten gesellschaftlichen Denken, sondern dann schon mit eigenständigen, bewussten, reflektierenden Denkleistungen der jeweiligen Individuen. Diese Formel, die ich versucht habe zu erläutern, den Wert als Klammer zwischen Fetisch und Ideologie, das haut meines Erachtens auch nicht hin. Also weil dabei, da wird andererseits wieder diese Kategorie des Werts, wird dabei letztendlich wiederum zu einem nur Gedachten. Ne? Also aufgrund der fetischistischen Verselbstständigung spricht man dann den Dingen einen Wert zu. Und damit wird der Wert ein nur Gedachtes und halt nicht mehr direkt in der Produktion und in der Arbeit eben verankert. Und damit ist dann, wie ich das auch vorhin schon ja versucht habe, eine Auseinandersetzung mit dem Adorno zu entwickeln, fällt dann sowohl die Abspaltungsdimension als auch die Wertdimension weg. Und das Ganze ist dann nur etwas, was quasi letztendlich der Gesellschaft doch wieder Übergeordnetes ist. Also nicht unmittelbar direkt aus der gesellschaftlichen Praxis heraus sich entfaltendes, sondern was quasi drüber liegt, könnte man das vielleicht umschreiben. Das muss dann deswegen halt anders formuliert werden, also dass diese Ideologiebildung eben schon auf einer grundsätzlichen Ebene resultiert aus eben einer durch Wert und Abspaltung grundsätzlich strukturierten Gesellschaft. Und dass der Wert nicht irgendwie die verbindende Klammer zwischen Fetisch und Ideologie. Jetzt unter Punkt 6, also zum Verhältnis von Ideologie und Gesellschaftskritik. Da läuft es jetzt so, dass quasi in der klassischen Ideologiekritik deutlich gemacht wird, dass im Unterschied zum halt weitgehend ideologisch geprägten Alltagsbewusstsein in der Ideologiekritik halt die Reflexion erfolgt auf Vermittlungskategorien. Also das ideologische Bewusstsein erfasst nur die gesellschaftliche Oberfläche. Also um jetzt ein klassisches Beispiel zu bringen, jetzt bei Marx ist es in Kapital 3, wenn da die Kategorie des Profits diskutiert wird. Ein Unternehmer halt sieht halt nicht, also die Kategorie des Profits ist halt so bestimmt, dass der Zusammenhang mit der Vernutzung der Arbeitskraft, der geht halt da, wird da nicht mehr sichtbar. Und dass über die Vermittlungskategorien soll das dann eben der gesellschaftliche Zusammenhang dieser gesellschaftlichen Oberflächenerscheinungen deutlich werden.
Ja, oder eine andere, auch wieder klassisch bei Marx, dass die Kritik des Zinses beispielsweise, also das Kapital scheint Zinsen zu tragen, so wie der Apfelbaum Äpfel, der Birnbaum Birnen trägt, das ist der Birnbaum ist es. Also das wird wiederum auch nicht der Zusammenhang zur gesellschaftlichen Praxis gesehen. Und das sei dann die Aufgabe von Ideologiekritik, diesen Zusammenhang eben deutlich zu machen. Ja, daran ist prinzipiell auch nichts auszusetzen, außer dass es eben meines Erachtens auch wiederum verkürzt ist. Also weil dann eben auf der ganzen Ebene immer das Geschlechterverhältnis wird immer rausfällt. Also das wird dann eben letztendlich doch als was Natürliches gesehen und das zieht sich durch Marx sowieso hindurch und dann eben auch in die kritische Theorie hinein. Das ist dann einfach selbstverständlich, also quasi was natürlich Vorausgesetztes und gehört eben überhaupt nicht. Also tritt in dieser, wenn da diese gesellschaftlichen Vermittlungskategorien diskutiert werden, taucht es nicht auf. Also allenfalls eben als irgendwie als Anhängsel oder Untergeordnetes, aber eben nicht auf einer grundlegenden gesellschaftlich-kategorialen Ebene. Und das muss halt thematisiert werden. Und nun ist ganz entscheidend in diesem Zusammenhang zu problematisieren, dass gesellschaftskritische Denken immer wieder sich herauswinden muss aus ideologischem Denken, also immer wieder quasi auch zurückgezogen werden kann, also weil diese kritische Vermittlung immer also quasi weitergetrieben werden muss und halt immer wieder neu auch vollzogen werden muss. Also der Adorno nennt das also konstellatives Verfahren, also immer quasi gegen sich selbst gedacht werden muss, ohne sich preiszugeben, also mit dem Begriff gegen den Begriff, also dass diese kritische Durchdringung fortwährend durchgeführt werden muss. Und ansonsten droht eben dieser Rückfall, diese Gesellschaftskritik kann eben immer wieder quasi in Ideologie zurückfallen. Also wenn man das auch gerade im wertabspaltungskritischen Kontext diskutiert, noch viel entscheidender, weil da die Kritik auf dieser Aufteilung in privaten und öffentlichen Bereich wird ja da vor dem Hintergrund einer kritischen Thematisierung des Geschlechterverhältnisses wird diese Aufteilung ja hinfällig, schon als real existierend, aber eben als kritisch zu durchdringen. Und da muss der Fokus noch viel mehr darauf liegen, eben auch quasi Alltagstheoreme eben auch kritisch zu durchleuchten. Ist ja eben auch durchaus leicht eben möglich so, dass so Alltagstheoreme rassistischer, antisemitischer, sexistischer, homophober Natur beispielsweise, dass die eben auch den kritischen Theoretiker oder auch den Wertkritiker eben drohen, ins Ideologische immer wieder zurückziehen. Und das muss halt ganz stark thematisiert werden und als Selbstmoment der halt einer Ideologiekritik sein. So, jetzt was jetzt siebentens betrifft. Ja, ich habe auf den Begriff so des Gesetzes, gesellschaftlichen Gesetzes eingehen, möchte ich da in dem Zusammenhang. Da knüpfe ich auch wieder an die Formulierungen von dem Kurt Lenk an. Was der erstmal möchte in der Diskussion des Ideologiebegriffs ist, und da quasi in dem Zusammenhang Gesetzesbegriffs dann auch deutlich machen, dass also das Ziel einer Ideologiekritik ist, gesellschaftliche Gesetze kritisch zu durchdringen und aufzuheben und dass es nicht, wie etwa was im traditionellen Marxismus ja gedacht wurde, dass man sich dem Wertgesetz irgendwie unterwirft oder das irgendwie anwendet, sondern dass es halt selbst was ist, was aufgehoben werden muss oder abgeschafft werden muss, besser formuliert. Und da gehe ich auch vollkommen mit, daran ist nichts auszusetzen. Problematisch ist dann schon, dass es abgesetzt wird vom Naturgesetz, also er greift auf eine Formulierung von Marx zurück, der wiederum auf den Vico zurückgreift, wo halt geschrieben wird, dass es einen grundlegenden Unterschied gäbe zwischen gesellschaftlichen Gesetzen und Naturgesetzen. Die einen seien nämlich den Menschen grundlegend entzogen und die anderen, also Natur vorausgesetzt und die anderen von Menschen aktiv vollbracht. Also mit so einer quasi Auslegung von Ideologiekritik ist meines Erachtens dann eben auch grundsätzlich zu brechen. Also weil Naturgesetze sind selbst eine Natur, sowohl die Natur als auch überhaupt der Begriff des Gesetzes ist ja was Gesellschaft, überhaupt erst gesellschaftlich konstituiertes und so diese Trennung da meines Erachtens auf keinen Fall aufzumachen. Ja, dieser Unterschied, der fällt deswegen nicht weg, aber der ist anders zu fassen. Also die Naturgesetze sind selbst menschengemacht, also ein bestimmter Blick auf die Natur, während die gesellschaftlichen Gesetze andererseits dann tatsächlich objektiviert sind. Und das fällt in der klassischen, an der kritischen Theorie orientierten Ideologiekritik häufig weg. Also sie sich eben, fällt nicht weg, aber tritt nicht so sehr in den Mittelpunkt. Also dass sie sich tatsächlich von den handelnden Individuen gegenüber verselbstständigen und diese halt, also einer von ihnen selbst unbeherrschbaren Macht ausliefern.
ist jetzt vielleicht zu sehr zugespitzt, aber verkehren. Also die Naturgesetze sind quasi dann, die sind auch Menschen gemacht, und die gesellschaftlichen Gesetze, die verselbstständigen sich dann eben gerade. Also das, was da den Naturgesetzen zugeschrieben wird, dass die den Menschen entzogen sind, das trifft dann gerade und noch mehr wie die gesellschaftlichen Gesetze zu, die Menschen eben dann tatsächlich einer ihnen äußerlichen Bewegung unterwerfen. Wobei auf keinen Fall, also da ist, glaube ich, auch wichtig, da begriffsscharf zu sein, also es ist nicht objektiv, diese Gesetze. Also ich würde halt, also meines Erachtens, es ist treffend, von objektiviert zu sprechen. Durch das gesellschaftliche Handeln, ja, sie haben sich von den Menschen verselbstständigt und beherrschen sie, obwohl sie trotzdem von ihnen hervorgebracht sind. Also sie sind wirklich verselbstständigt und wirklich dem Zugriff entzogen. Und das wird in so einer klassischen Ideologiekritik dann häufig, das fällt dann weg, also weil es ja ganz stark eben auch an so eine subjektivistische Traditionslinie eben im Marxismus anknüpfte. Diese in Abstoßung sozusagen vom orthodoxen Marxismus, wo man sich den Gesetzen eben unterwerfen sollte, dann eben diese Gegenposition gefallen sind und eben gesagt haben, dass die halt, dass diese Gesetze halt nur quasi von einem, naja, bei Lukács ist das identische Subjekt-Objekt, was diese Gesetze konstituiert. Dagegen muss dann eben formuliert werden, dass sie eben tatsächlich Eigenqualität haben, den Menschen tatsächlich unterworfen sind. Und in dem Zusammenhang ist dann eben auch ein Umgang mit der Zusammenbruchstheorie dann eben zu formulieren. Also was eben oftmals in einem ideologiekritischen Kontext dann auch als ein angebliches Unterwerfen und defätistisch, also man sich irgendwie, dass man da nicht handeln könne, wenn man davon ausgeht, dass es in der Entwicklung dieser Gesetze eben eine Zusammenbruchslogik liegt. Also das, wenn man da sozusagen in einem anderen, mit einem neuen, kritisch reformulierten Ideologiebegriff rangeht, dann gibt es dann dieses Problem dann in dem Sinn nicht mehr. Eine Analyse des gesellschaftlichen Zusammenbruchs wäre dann eben eine kritische Analyse der in einem selbst hergestellten Schicksalszusammenhang verflochtenen Individuen, natürlich ebenfalls mit dem Ziel, diesen Schicksalszusammenhang eben zu brechen. Wobei Zusammenbruch in keiner Weise irgendwie mit Emanzipation in Verbindung steht. Ja, was jetzt noch die gesellschaftlichen Gesetze betrifft, was halt ausgespart wird im klassischen Ideologiebegriff, sind halt die Geschlechterverhältnisse. Also es wird fast generell, also in dem klassischen ausgespart, es erscheint dann als etwas scheinbar Natürliches. Und als Gesetze tritt dann auf, na, die Akkumulation des Kapitals oder so, aber deren Geschlechterverhältnisse dann eben dem vorausgesetzt sind. Und zwar als natürlich vorausgesetzt und nicht während man im Kontext eines wertabspaltungskritisch formulierten Ideologiebegriffs dann eben von einem Wert- und Abspaltungsverhältnis ausgehen würde, wo deutlich wird, dass dann sexistische Ideologien sind, die dieses Geschlechterverhältnis naturalisieren. Das wäre zum Gesetzesbegriff. Gesamt jetzt sozusagen zu drittens, ne? Also Thesen zu einem wertabspaltungskritisch modifizierten Ideologiebegriff, in dem ich versucht habe, also aus diesem klassischen Ideologiebegriff eben einen modifizierten zu entwickeln, wobei vielleicht den Grundgedanken dann nochmal zusammenzufassen. Also generell geht es halt darum, dass die gesamte patriarchale Dimension da eben vernachlässigt wird, dass das Subjekt letztendlich eben doch und damit auch das Objekt quasi ontologisch, sage ich jetzt mal, vorausgesetzt wird, womit eben zu brechen ist. Und dass der besonderen Qualität der Ideologie letztendlich dann eben doch nicht Rechnung getragen wird. Also dass man eben, also sie genau in ihrer Stellung halt bestimmt, also einerseits als mit der Gesellschaft verquickt und dennoch eigenständig, und dass trotzdem die gesellschaftliche Bewegung halt sich von den Menschen gegenüber verselbstständigt. Fazit. So, ja, einleitend hatte ich ja formuliert, dass die in der bestehenden, im Zusammenbruch des warenproduzierenden Patriarchats, dass da die Ideologien zwar weltweit, wenn man sich die Entwicklung anguckt, also in keiner Weise irgendwie weggehen, also sich irgendwie auflösen. Was man ja auch denken könnte, wenn sich die Grundform sukzessive auflöst, woraus die resultieren, dass dann die Ideologien irgendwie auch eventuell aufweichen könnten und quasi das irgendwie dann eben leichter irgendein emanzipatorischer Durchbruch zu erzielen wäre. Und das passiert eben, hatte ich ja eingangs schon gesagt, gerade nicht. Und das ist meines Erachtens eben daraus zu erklären, dass diese Ideologiebildung eben ein eigenständiges Moment ist, was von Subjekten, die selbst wieder Teil dieser Gesellschaft sind, also vermittelte Momente innerhalb dieses Wertabspaltungsverhältnisses.
und dass diese Ideologie eben in ihrer Eigenständigkeit und eben auch gewollt, dass das, was in dieser Gesellschaft passiert, dann dadurch eben auch tatsächlich von den Einzelnen etwas Gewolltes ist. Und deswegen diese Ideologien innerhalb dieser Gesellschaft, also sofern sie nicht tatsächlich kritisch zum Gegenstand gemacht werden, eben nicht verschwinden werden. Und deshalb muss diese einzelnen gesellschaftlichen Ideologien, gerade auf Sexismus und auf Rassismus und auf Antisemitismus zu verweisen, also die müssen direkt und selbst als Ideologien jeweils immer zum Gegenstand der Kritik gemacht werden. Wobei natürlich andererseits auch wieder eine Agitation gegen diese Ideologien, ohne den Gesamtzusammenhang und dessen Durchbrechung zu thematisieren, selbstverständlich ebenso wirkungslos ist. Sie müssen gezielt und als solche, als jeweils eigenständige und besondere Ideologien, also Sexismus als Sexismus und Antisemitismus als Sexismus, gezielt Gegenstand eines gesellschaftskritischen Angriffs sein. Und sie müssen gleichzeitig jeweils immer in ihrem Zusammenhang mit der Gesamtgesellschaft thematisiert werden und können nicht verschwinden ohne diese. Aber diese Gesamtgesellschaft kann auch nicht verschwinden, wenn diese Ideologien nicht verschwinden. Das ist in ganz enger, verzahnter Verquickung miteinander zu betrachten. Ich wollte noch was nachliefern. Und zwar, ich hatte bei dieser Entwicklung dieser Thesen da zum wertabspaltungskritisch modifizierten Ideologiebegriff noch diesen einen Punkt, den letzten quasi vergessen, zu der tiefen psychologischen oder psychoanalytischen Verankerung der Ideologien. Ich würde es einfach noch kurz und schematisch noch nachliefern. Also in der klassischen Ideologiekritik, also gab es auch erstmal so eine Absetzungsbewegung. Da gab es in 50er Jahren, ist auch wieder Adorno, in Texten bestimmten, die revidierte Psychoanalyse beispielsweise oder der zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, ist es thematisiert worden, das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, also wie sich Individuum und Gesellschaft quasi miteinander vermitteln und was das für Auswirkungen hat auf die Ideologiebildungen. Und das ist ja sozusagen eine der ersten Versuche, einerseits die Psychoanalyse und Gesellschaftskritik zusammenzudenken. Die kam ja von den späten 30er Jahren von Erich Fromm. Ne? Die Methoden und Aufgaben einer analytischen Sozialpsychologie ist ein zentraler Text von ihm. Und da wird versucht, die Erkenntnisse der Psychoanalyse zu übertragen auf Gesellschaft, wo das eben so formuliert wird, dass Freud quasi nicht gesellschaftlich gedacht hätte, sondern also quasi fürs Individuum eigentlich eine ziemlich gute und scharfe Analyse formuliert hätte, aber das muss halt noch in einen gesellschaftlichen Rahmen gesetzt werden. Also sozusagen nachträglich quasi, also diese Erkenntnisse, die Freud fürs Individuum gewonnen hat, müssten sozusagen nachträglich mit Gesellschaft noch vermittelt werden und dann halt geguckt werden, wie die unbewusste psychische Struktur der Einzelnen, wie die mit Gesellschaft vermittelt ist. Und der Adorno kritisiert an dieser Vorgehensweise, dass dabei also Individuum und Gesellschaft quasi nachträglich zusammenaddiert werden und bezeichnet das als eine unkritische Vorgehensweise. Also weil dabei das einzelne Individuum nicht als Moment der Gesellschaft begriffen wird, sondern Gesellschaft tritt dann quasi als was äußerlich Hinzutretendes auf. Während das, also wie der Adorno das schreibt, also in der Freudschen Konzeption ja schon angelegt ist, also mit der Kategorie des Über-Ichs, ne? Also das ist ja im Prinzip schon die gesellschaftliche Instanz und so wie sich das bürgerliche Individuum darstellt, ist es ja quasi schon gesellschaftlich. Also es reicht quasi der Blick auf die psychische Struktur des Einzelnen, um den gesellschaftlichen Zusammenhang aufzufassen. In diesem Kontext also ist quasi das Einzelne, das abstrakte Individuum als identisches Selbst, es ist schon gesellschaftlich, also es ist keine nachträgliche Vermittlung notwendig zwischen Individuum und Gesellschaft. Also das ist schon gesellschaftlich und geht aber trotzdem nicht in Gesellschaft auf, also weil es eben halt nur eine Kategorie ist in dem Ganzen, dieses Über-Ich. Da denke ich, das ist schon, also diese Diskussion ist halt ganz wichtig, dass man sich die halt auch nochmal anguckt, die es da gab. Also weil ich das auch mal, denke ich, schon mal gegeneinander zu lesen, diesen frommischen Aufsatz da zur Methoden, Aufgaben und halt die Überlegungen vom Adorno da bezüglich dieser Sache, dass das Individuum an sich schon als abstraktes und getrenntes schon gesellschaftlich ist. Wobei jetzt das dann auch wieder kritisch modifiziert deutlich gemacht werden muss, dass das natürlich das Ganze, also ein Produkt der Moderne ist. Diese ganze Persönlichkeitsstruktur, wie sie charakterisiert ist in der Psychoanalyse, dass die ihrerseits halt
überhaupt als ein Produkt der Moderne ist und dass das quasi das abstrakte und abgetrennte Individuum, also dieses Subjekt, welches dann eben auch die Ideologien als selbstständige Eigenleistung hervorbringt, dass überhaupt dieses Subjekt in dieser Konstellation von Subjekt und Objekt überhaupt erst ein Produkt der Moderne ist und nur halt im Kontext des warenproduzierenden Patriarchats eben gesehen werden muss.